Globalisierung macht die Welt zum vernetzten Dorf. Doch Globalisierung bedeutet auch, dass organisierte Kriminalität zum Bestandteil wirtschaftlicher Transaktionen geworden ist. Geldkorruption, Menschenhandel, organisierte Kriminalität kennt keine Grenzen. In vielen Ländern der Welt hat sie die Politik und den Alltag schon infiltriert, auch in Deutschland. Die Heinrich-Böll-Stiftung fördert deshalb den öffentlichen Diskurs. Dazu werfen wir den Blick in verschiedene Regionen der Welt. So schildert Jürgen Roth die organisierte Kriminalität in Deutschland. Der Autor und Journalist beschäftigt sich in seinen Recherchen und Büchern vor allem mit der engen Verflechtung von organisierter Kriminalität mit dem Wirtschaftssystem Deutschlands und Europas. Organisierte Kriminalität ist dort immer stark, wo Wirtschaftsmacht ist, weil es die Verquickung gibt von legaler und krimineller Ökonomie. Und das findet man im Prinzip in allen Bereichen, in den Bereichen der Bauindustrie, von Restaurants, von Immobilienfirmen, das findet man im Bereich von Metallwarenfirmen, wo teilweise kriminelles Geld investiert worden ist. Sparten sind betroffen, insbesondere die internationale Finanzwirtschaft, also Banken. Das betrifft Frankfurt beispielsweise, betrifft Düsseldorf. Es sind Sparten der Bauindustrie, die eine große Rolle spielen. Es ist die Sparte von Restaurants und Hotels, in denen die sogenannte italienische Mafia großen Einfluss hat. Und im Bereich der Wirtschaftskriminalität sind es im Prinzip alle Sparten, die eben mit viel Geld, also mit viel Finanzkapital zu tun haben. Die Osterweiterung der EU ist eine Katastrophe für jeden demokratischen Rechtsstaat, weil es die Schleuse geöffnet hat für organisiertes Verbrechen, wie wir es in Deutschland gar nicht kennen, weil in den Ländern, den neuen Mitgliedsländern, beispielsweise Rumänien und Bulgarien, kriminelle Strukturen Teil des Staatsapparates sind. Das ist eine neue Qualität. Und so gesehen sind die Einflussmöglichkeiten dann auch hier auf die westlichen Staaten viel größer geworden, weil insbesondere es Kooperationen, Joint Ventures zwischen kriminellen Firmen, beispielsweise in Rumänien oder in Bulgarien, mit deutschen oder Schweizer Firmen gibt. Und das heißt, dass die Kultur der Korruption, die Kultur der organisierten Kriminalität auch hier etwas Selbstverständliches werden kann. Das ist die große Gefahr. Carol Nordstrom erklärt, welche Rolle dabei die Routen quer durch die Welt spielen und wie sie funktionieren. Die amerikanische Anthropologin reiste für die Recherche zu ihrem Buch Global Outlaws 3 Jahre lang durch die Krisenherde der Welt. Sie folgte den Spuren illegal gehandelter Waren. So erforschte sie die Routen des illegalen Welthandels. At Rotterdam once told me that if you want to understand crime, look at transport. Because if you can't carry something from its point of production to whoever's going to take it or consume it or use it, you have no product. The easiest example is people, for example, in poor countries need hard currency. So maybe they have raw products like coltan or timber or fish or diamonds or petroleum. They sell those raw. Oftentimes, people want to buy them illegally for profit and power. So those have to be moved to the industrial centers to process and to use. And at the same time then, those processed products, the pharmaceuticals, the petroleum, the various technological parts, have to move back down. If you smuggle them, your profit is far greater than if you sell them legally. So all of this depends on the way in which the routes are developed and used.
Everybody's going to give you a different answer. Some people will say to stop crime. Some people will say focus on corruption. Some people will say interrupt the transport. My answer is a little different. I believe that the worst abuses in the criminal world, most people are not aware of. I think that average people would be horrified by the trafficking of children into agriculture and sexual labor. But they don't know what to look for. They don't understand how to stand up against this. So my answer is that you increase visibility of crime and you increase average people's ability to respond in healthy ways to what they find in their lives. Because most of this moves right through our everyday lives. Actually, have a very positive answer for that. I think right now a lot of our business does walk both sides of the law periodically, but I don't think that's necessary, though people argue sometimes that it is for power and control. I actually think that as awareness, as I was talking about, opens up, and as people find ways to make systems more transparent, and then, because of that, make the distribution of people's needs, the goods of life, more equitable, that democracy flourishes better. With openness comes solutions. Barbara Unmüßig beleuchtet die Aufgaben und Herausforderungen für Politik angesichts organisierter Kriminalität. Sie ist Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen auf den Themen Globalisierung und internationale Klimapolitik, nationale und internationale Geschlechterpolitik sowie Demokratieförderung und Krisenprävention. Ist es so, dass mit transnational organisierter Kriminalität sehr, sehr viel Gewalt verbunden ist. Wir erleben ja zum Beispiel in Mexiko, dass die kriminellen Banden untereinander Schlachten austragen mit Waffengewalt. Das ist sehr blutig. Längst trifft es nicht nur die einzelnen, die eigenen kriminellen Banden und ihre Mitglieder, sondern es werden unschuldige Menschen davon betroffen, Zivilistinnen und Zivilisten werden davon betroffen, Frauen werden ermordet. Das ist mit leider ein Problem, der einhergeht mit organisierter Kriminalität. Bei organisierter Kriminalität haben wir es aber auch mit schweren Menschenrechtsverletzungen zu tun, zum Beispiel bei Menschenhandel. Da werden ja Menschen verschleppt gegen ihren Willen teilweise zu unwürdigen Bedingungen, dann in die Sexarbeit getrieben oder müssen illegal arbeiten, werden eingesperrt, werden versklavt. Es ist kaum zu glauben, dass im 21. Jahrhundert wir wieder über Sklaverei reden müssen, weil es tatsächlich Ausbeutungsverhältnisse gibt, Arbeitsverhältnisse, die die Leute und die Menschen unter Druck setzen, unter Zwang setzen, sie erpressen. Und das ist natürlich gegen die Würde des Menschen und hat mit unselig vielen Menschenrechtsverletzungen zu tun. Das heißt immer so schön, organisierte Kriminalität ist nach der Terrorismusbekämpfung der wichtigste Schwerpunkt der Verbrechensbekämpfung. Wir wissen aber aus Zahlen, dass die Verfolgung dieser zum Beispiel von Wirtschaftskriminalität, die eng mit Korruption und anderen Fragen zusammenhängt, viel zu wenig mit Personal ausgestattet ist. Und da ist Politik gefragt, das Geld bereitzustellen, die Ressourcen herzugeben, damit man organisierte Kriminalität auch wirklich bekämpfen kann. Demokratische Welt ist möglich, wenn wir alles dafür tun, dass demokratische Institutionen und demokratische Strukturen nicht unterminiert und unterwandert werden von organisierter Kriminalität. Das Problem ist, dass wir sehr viele Länder haben,
wo organisierte Kriminalität so eng mit der lokalen Politik verflochten ist, dass sie damit natürlich jegliches demokratische Aufbau von Institutionen verhindert.